Ricardo, habe Journalistik mit Schwerpunkt Sportjournalismus hier in München studiert. Ja, ich bin der Uli, ich habe auch Journalistik studiert, Schwerpunkt Sportjournalismus. Ich bin nicht mehr ganz so frisch, wie man möglicherweise sieht, aber auch seit wann fertig? Seit Mai fertig. Ja, tatsächlich. Stimmt, dieses Jahr was? Stimmt. Diesen Jahr ist ganz frisch. Also um es mal ganz schmalzig zu machen, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich so jemanden wie Ricardo beispielsweise kennengelernt habe. Plus sicherlich auch tatsächlich den einen oder anderen Professor oder die eine oder andere Dozentin, Professorin, mit der ich über große Teile doch noch in Kontakt stehe und die mir zum Teil ehrlich gesagt sehr, sehr wichtige Tipps gegeben haben. So, mein Highlight im Studium war eigentlich so das Interview, das auch wir beide gemacht haben mit Makrofon zusammen. Mit Peter Maffay. Also Makrofon ist das Hochschulradio der Universität. Da kann sich jeder engagieren, nicht nur Journalisten. Wir haben den dann zum Interview getroffen und dachten erst so, schauen wir mal, wie lang es wird. Und er hatte irgendwie gerade Lust an dem Abend und wir haben eine Stunde geredet und es war doch sehr, sehr angenehm. Sven Froberg, ehemaliger Chef von Sat.1, das Fach Live-Kommentierung, wo ich dann letztendlich auch gelandet bin. Das war großer Sport, mit ihm tatsächlich ein Fußballspiel live zu kommentieren. Also Faktencheck, gute Recherche. Erstmal Sachen aus erster Hand zu bekommen, aber dann zu transportieren, so dass sie andere Leute verstehen und einen Mehrwert davon haben. Das ist für mich guter Journalismus. Wenn der eine oder andere hinterher sagt, ich bin da noch informiert worden, sehr gut. Wenn jemand sagt, ich bin dadurch noch unterhalten worden, noch viel besser. Und wenn jemand sagt, ich bin beides, perfekt.